Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr einschaltet. Heute ist das dritte Weihnachtsgeschenk basteln oder wenn ihr keinen Christbaumschmuck habt und nicht so viel Geld habt, um was Schönes zu kaufen, kann man das auch basteln. Das war nochmal ein kleines Geschenk, falls jemanden überraschen möchte. Es ist ein Teil des Adventskalenders, aber man kann es natürlich auch einzeln verschenken. Dann hatten wir die Sauerei mit der Fingerfarbe von letzter Woche und einen schönen Rotwein, der wird verschenkt morgen. Eine Karte an mich, denn ich bin ja die Oma, Blödsinn. Und vom letzten Jahr gibt es noch diesen Nikolaus. Oder wenn ich mal mein Gesteck beiseite tue, den Nikolaus-Serviettenhalter, den Stern und noch vieles mehr. Also schaut einfach mal rein, vielleicht mache ich eine Weihnachtsplayliste. Das wäre noch eine Möglichkeit. Heute soll es, und das ist etwas diffiziler, also wirklich nicht für jüngere Kinder geeignet, sondern wirklich eher für dritte, vierte Klasse und Erwachsene, also mehr für größere, diese Weihnachtssterne. Diese Weihnachtssterne habe ich schon gebastelt, da war ich in der dritten, vierten Klasse und habe die heimlich gebastelt und meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt. Und die hingen dann am Tannenbaum. Und wie ich dann später ausgezogen bin und das erste Mal einen Tannenbaum mit meinem Mann zusammen hatte, da habe ich ganz viele solche Sterne gebastelt. Und wenn man die vorsichtig aufhebt, wir haben einen Schuhkarton genommen, kann man die wirklich lange, lange behalten. Unsere Sterne sind jetzt wirklich, muss ich jetzt gerade überlegen, 39 Jahre alt und waren schon auf ganz vielen Umzügen unterwegs, sind in den USA gewesen, sind wieder zurückgekommen nach Deutschland. Also sie halten, sie gehen ja nicht kaputt. Man muss sie nur ein bisschen pflegen. Es gibt ein paar Tricks, die ich dazu genommen habe. Erstmal Mütze runter, puh, mir wird warm. Und dann wollen wir einfach mal loslegen. Gut, ihr braucht Goldfolie. Goldfolie gibt es in allen möglichen Farben. Ich hatte jetzt gedacht, zu meinen Sternen rosa, lila und hier habe ich Silber und Blau gemischt, würde ich jetzt gern hier vorne noch einen roten Stern hinhängen. Ihr braucht etwas Rundes. Ich nehme jetzt hier einfach meine Klebebandrolle, aber es geht auch eine Glasschale, ein Glas, je nachdem, wie groß euer Stern werden soll. Die Sterne, die ich hier am Hängen habe, waren jetzt der Außenkreis. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn ich den Innenkreis mache. Jetzt haben wir diese Rollen und die sollte ja möglichst nicht knicken. Da gibt es dann einen Trick und zwar legt sie euch vorne auf die Tischkante und faltet mal so ein bisschen auf und rollt es. Und jetzt faltet ihr es ein bisschen nach unten. Ganz vorsichtig, möglichst keine Knicke reinmachen. Und nochmal. Und wenn ihr so ein Stück habt, dann könnt ihr die Rolle ausrollen und es so über die Tischkante ziehen. Und dann seht, dann bleibt die Folie glatt liegen. Für Erzieherinnen, so mache ich es immer für meine Bastelkurse, ich schneide die Folie in DIN A3 Breite zurecht, also in der schmalen DIN A3 Breite zurecht. Und schicke immer zwei Bögen zusammen durch den Laminierer. Dann sind die top. Man kann natürlich auch, wenn man will, ein Bügeleisen nehmen. So. Jetzt malen wir erstmal unseren ersten Kreis auf. Dann haben wir jetzt hier einen Kreis, das heißt, ich falte jetzt einmal herum. Ich falte jetzt genau an dieser Kante. Einmal entlang. So. Jetzt aufrollen. Und schneide genau an dieser Kante ab. Auf und lege sie beiseite. So, jetzt faltet ihr
Bei dem großen Kreis ging es genau auf, dass ich halbe halbe, aber jetzt hier bei dem kleinen Kreis dürfte ich vielleicht sogar nicht vier, sondern fünf Stück kriegen. Mal gucken. So, und dann bleibt ein Rest. Das macht nichts, den Rest, den habe ich dann einfach für nachher übrig. Jetzt habe ich also viermal gefaltet. Eins, zwei, drei, vier. Also dreimal gefaltet, vier Lagen. Mal zwei sind acht Kreise. Dann nehme ich mir eine Wäscheklammer und eine Wäscheklammer und schneide diesen Kreis aus. Klappen wir auf. Da haben wir jetzt einen Rest. Und das kann man noch aufheben für nächste Woche. Genau. Heben wir auf für nächste Woche. So. Dann nehme ich einen von diesen Kreisen und falte ihn in die Hälfte. Und die Hälfte nochmal in die Hälfte. Das heißt, wir haben jetzt einen Viertelkreis. Dann öffne ich das und falte hier so kleine Spitzen. Öffne. Und öffne. Jetzt habt ihr den Kreis optimal eingeteilt in 1, 2, 3, 4. Und wenn wir es öffnen, sind es 8 Tortenstücke. So rum vielleicht besser. So, diese 8 Tortenstücke lege ich jetzt wieder auf meinen ganzen Stapel. Hole wieder Wäscheklammern, damit das gut gehalten wird. Und jetzt schneide ich nicht ganz durch, sondern bis zur... Ich lasse ein Stückchen frei. Mal gucken, könnt ihr das so sehen? Und das machen wir mit allen Tortenstücken. Dann nehme ich mir jetzt eine Torte. Brauche eine Unterlage, weil jetzt wird es klebrig. Und ich möchte einen roten machen. Das heißt, ich lasse das Goldene nach oben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, Finger schmutzig machen und sehr gut aufpassen. Das wäre mit einem Alleskleber. Dieser Alleskleber sollte idealerweise Lösungsmittel enthalten, weil sonst braucht es ewig zum Trocknen. So ein Klebestift hat sich für mich nicht so geeignet. Also ich nehme den Alleskleber oder zweite Runde so ein doppelseitiges Klebeband. Das geht natürlich dann viel schneller. Ich zeige euch aber erstmal mit dem Alleskleber. Ihr macht ein kleines bisschen alles. Nee, ihr macht kein Alleskleber drauf, um Gottes Willen. Ihr nehmt euch einen spitzen Stift, legt ihn auf und jetzt wickelt ihr die Folie. Jetzt halte ich mit meinem Daumen das hier so fest, dass es nicht rutscht und wickel es hier so herum. Jetzt halte ich den Stift. Jetzt kommt der Kleber. Und zwar nimm ein bisschen Kleber auf, weil ihr braucht wirklich ganz wenig nur. Nur ganz dünn eincremen und dann aufrollen. Augenblick anhalten. Und schon ist die erste Spitze fertig. Und wie ihr euch vorstellen könnt, machen wir das 8-mal noch. Also, bis gleich. Nun habe ich meinen ersten Stern fertig. Einen klebrigen Daumen, einen klebrigen Zeigefinger. Es ist schon ein ziemliches Gefummel. Und da wir ja noch 8 weitere haben, werde ich jetzt umschwenken auf mein doppelseitiges Klebeband. Es gibt unterschiedliche. Es gibt welche, wo so ein Papier drauf ist, das man abziehen muss. Das ist jetzt so von so einer Rolle. Und ich hebe so ein bisschen das an und ziehe ein bisschen Klebeband hier auf die Ecke. Hebe es an. Bisschen Klebeband an, Klebeband, aufpassen, dass die nicht zusammenpeppen. Und ihr könnt natürlich jedes einzelne machen, aber wenn man schon so viele Sterne gemacht hat, aber nur 4. Wenn du rundherum machst, dann kannst du den Stift nicht mehr ablegen. Das ist blöd. Also, los geht's. Selbe Methode, einmal diagonal reinlegen, vorsichtig einwickeln und schon hält's. Ihr seht, das geht schon ein Stück schneller.
jetzt sind meine 8 Sterne fertig. Und jetzt denkt ihr, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt wird es nochmal schwierig. Wir nehmen 4 Sterne und die werden wir so immer über Eck legen. Aber sie müssen sich in der Mitte natürlich verbinden. Ihr könntet das doppelseitige Klebeband nehmen. Meine Erfahrung ist, es hält nicht sehr lange. Da ist so eine Spannung auf der Folie, das geht kaputt. Ich habe früher mit einem Kleber das gemacht, einen Tropfen Kleber, den Stern drauf, halten, 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 bis es getrocknet ist und dann die nächste. Für wie ich es jetzt vorbereitet habe, habe ich mir nochmal eine andere Möglichkeit überlegt und zwar mit Garn. Ich habe jetzt hier Zwirn, sollte nämlich etwas sein, was gut hält, oder so ein Sticker, so ein Häkelgarn. Nicht so gut geeignet ist leider diese wunderschöne Glitzerwolle, weil wenn ich an der ziehe, ups, reißt die. Und selbst wenn ich sie doppelt nehme und feste ziehe, reißt sie, wäre kontraproduktiv. Ihr könnt aber, es gibt auch so dickes Geschenkband, das wäre ganz gut. Es lässt sich bloß schlecht in die Nadel einfädeln. Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme hier dieses orangene Häkelgarn und wirklich ein gutes Stück. Also macht lieber mehr runter, weil ihr braucht wirklich Platz. Dann nehme ich mir eine Nadel. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, einen Waschlappen drunter legen oder ein doppelt-dreifach gefaltetes Handtuch. Ich nehme hier so eine Filzplatte vom Prickeln. Und lege meinen ersten Stern hin und steche, nee, ich lege alle aufeinander, so war es, genau, ich muss jetzt echt nochmal überlegen, wie ich mir das gemacht habe und steche durch alle durch und durch den letzten noch 4 Stück. So, mal aufpassen. Und wenn wir die jetzt alle so haben, dann stechen wir noch wieder zurück. Idealerweise lasst ihr einfach den Faden so hängen, dann vertuddelt er sich nicht in den Spitzen. So sieht das jetzt auf einer Seite aus und so sieht es auf der anderen Seite aus. Ein bisschen nur ausgleichen, dass die beiden gleich lang sind, so, oder ein langes Stück. Jetzt nehme ich meine anderen 4, lege sie übereinander. Locker, immer so abwechselnd, seht ihr das? Chup, 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 chup. Steche wieder von unten rein. Ja, doch, stimmt schon. Jetzt überlegen. Achtung. So. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich nämlich die Nadel rausmachen. Und den anderen Faden einfädeln. Aber dafür halten eure Sterne ewig und 10 Tage. Jetzt lasse ich das so ein bisschen hängen. Seht ihr das? Steche vorsichtig an der anderen Stelle rein. Ich muss mal gucken, dass sich das nicht vertuddelt. Aha. So. Nehmen wir mal beide Fäden in die Hand. So sieht jetzt die ganze Geschichte aus. Vorsichtig runterschieben. Und jetzt wird geknotet. So. Ich mache einen Knoten vorsichtig rein. Und geht jetzt zwischen 2 Zacken, weil jetzt zieht sich der Stern zusammen. So, jetzt versuche ich mal meinen Stern loszulassen. Und ja, es hält wunderbar. Ein bisschen kürzer dürfte ich noch das machen. Den möchte ich nämlich da vorne dranhängen. So.
So, du lieber roter Stern. So, jetzt ist mein roter Stern fertig. Ich habe eine Langeweile halten müssen, also nicht Langeweile, sondern eine lange Zeit mit diesem Kleber. Und ja, jetzt hält er aber und ich habe lange Freude daran und werde sie zu meiner Sammlung tun, die ich an meinen Tannenbaum hängen werde. Für die nächste Woche geht in den Wald und sammelt mal so Kiefernzapfen. Nicht Tannenzapfen, geht auch, aber Kiefernzapfen ist ganz nett. Das ist eine Aktivität wieder für Kinder ab 2 in Erwartung auf das Weihnachtsfest. Natürlich noch mehr für die Kinder, die größer sind. Da basteln wir einen Christbaumschmuck und eine Christbaumkette, genau, aus den Resten von euren Sternen. Da könnt ihr schon, wenn ihr wollt, vorbereiten. Lauter solche Quadrate, die müssen nicht gleich groß sein, sondern einfach nur bunt und schön. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Diese zwei Sachen, die wir nächste Woche machen, eignen sich auch sehr, sehr gut für Heiligabend, wenn man warten muss, wenn die Zeit nicht vergeht, denn dann hat man was zu tun und es macht nicht viel Dreck. Ich sehe euch nächste Woche. Bis dann. Tschüss.